Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge PC Building Simulator. Wir haben im letzten Teil den Levelaufstieg geschafft, haben leider jetzt keine neuen Aufträge. Das heißt, die Folge beginnt leider mit einem beendeten Tag. Und auf zur Arbeit. So, oh, bitte neue Aufträge. Jo, reinigen Sie auch PCs. Bis Ende morgen abschließen. Gib her die Mühle. Aufrüstung für den PC meiner Tochter. Hi, ich schenke meiner Tochter einen PC und sie braucht offenbar eine Menge RAM. Jedenfalls sagte sie, 16 GB seien notwendig und ich habe gegenwärtig nur 2 GB. Und 4 Speicherbänke. Okay. Das heißt, der Zweier muss raus und... Ja, der Zweier muss definitiv raus. Okay. PC-Daten können wir uns anzeigen lassen? Schön. Können wir bitte einer erklären, warum man mit dem Intel Pentium 60 GB RAM braucht? Okay, dann nehmen wir den an und gehen schon mal in den Shop. Speicher. Scheiße, was war das? DDR4. Okay. Spannend, ich dachte, dann brauchen wir DDR4. Dann nehmen wir 2 Stück. Ankorb 2. Gut, Hilfe, schnell. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe mir den brandneuen PC meiner Mutter geliehen. Und glaub, ich habe wohl was Falsches angeklickt. Wir haben das heutigen. Das muss schnellsten in Ordnung. Ja, okay. Wir haben beseitigen, überhitzt. Okay, ich kenne mich mit Computern nicht so gut aus, aber meiner scheint nicht mehr so richtig zu funktionieren. Letztes habe ich wieder mächtig heiß und läuft immer langsamer. Ich habe auch das Gefühl, ich höre den Lüfter gar nicht mehr. Mein PC steht auf dem Boden im Büro, wo es ziemlich staubig ist. Ich hoffe, er ist nicht total verstopft. Luftkühler ersetzen. Was haben wir denn hier? Wir haben Celeron. Mortoni Germal 1000. Ja, her damit. Wir brauchen Prozessorkühlung. Wir nehmen wieder den guten für einen 10er. Die mit dran. Ja, aber nur ein 10er Budget. Kaufen. Ihre Bestellung trifft morgen ein. Gut, dann haben wir morgen 4 PCs. Geil. So, Tag beenden. Zur Arbeit. Wir haben immer noch $535. Das heißt, das automatische Anschließen weg, so können wir es bald kaufen. Das ist die Reinigung. Und das muss bis heute fertig sein. Machen wir heute alles fertig. So, Seitenwand einmal abbauen. Ist dann das los? Gib ihm. Wie können Leute nicht ihren PC immer so dreckig finden lassen? Was reinigt man doch? Das ist gar nicht mein PC einmal im Monat. Schön auspusten. Und fertig. So, Staubreinigung fertig. Seitenwand wieder ran. Kabel anschließen. Oh, das wird so schön, wenn wir das nicht mehr von Hand machen müssen. Und das Netzteil an mit der Mühle. Omega-System läuft. Das jetzt hier ausmachen. Und hier. Auf 16 GB RAM aufrüsten. Vier Schraubelinski. Ja, es waren ja 2 drin. Das heißt, die 2 spitzen wir uns jetzt. Das sind jetzt unsere 2 GB. Ah. Wir haben unsere Pakete nicht aufgemacht. So. Und dann kommt jetzt. Jetzt haben wir 8 GB rein. Mal. Ja. Drum ist auch nicht kompatibel, obwohl es theoretisch... Egal. Ich sag jetzt nichts. Es wäre definitiv kompatibel, man kann es machen. Es ist nicht so schlimm, Speichergrößen zu tauschen. Nur eben Speichergeschwindigkeiten wären nicht so sinnvoll. Aber okay. Ich habe ja mit Fehler bei einer PC-Firma gearbeitet, also daher...
Was weiß ich denn? Gut, fertig. Nächster PC. Das ist Virenbeseitigen. Ach, das ist der, der den PC seiner Schwiegermutter geliehen hat. Gleich ein USB-Stick. Da ein Kurbelchen. HDMI. USB. So, jetzt Randa. Und einmal starten lassen. Hinzufügen, der Virenscanner wird installiert. Neu starten. Ich hätte da so einen schönen Windows XP Startsound einfügen sollen. Das war lustig. Dann wird es auch viel mehr Spaß machen, jedes Mal das Scheiß-System neu zu starten. So. Hey, das sind weniger als das letzte Mal. So, wir sind gerade 605. So, der PC wird überwacht und geschützt. Dann wird sich die Schwiegermutter auch nicht wundern, warum auf einmal ein Virenscanner auf ihrem PC ist. Nein, nein. Und hier ist die Staubreinigung und Lüfter setzen. Das heißt, wir deinstallieren die Seitenwand, die man hier einfach öffnen könnte, aber naja. So, einmal sauber machen. Die Grafikkarte, die bisschen green. Der Lüfter, der kaputte. Da muss natürlich auch sauber werden. Wir haben ja auch nur kaputte, saubere Teile. Wunderschön. Karte raus. Dann können wir ausbauen. Warte jetzt. Keine Werbepaste drunter. Die packen wir mal drauf. Es gibt bei Steam hierbei auch einen wunderschönen Erfolg. Der nennt sich Werbepaste vergessen. Oh, den kann man sogar drehen. Somit machen wir auch unserem Onkel Tim die beste Konkurrenz. So, den PC mal wieder einschalten. Hoffentlich dreht sich der Lüfter. Das dran einschalten, währenddessen können wir die Seitenwand wieder ransetzen. PC läuft, Lüfter dreht sich. Ja, ups, haben wir was gemacht. Egal. Und jetzt wird abkassiert. Kassieren. 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 Und kassieren. Dann können wir die E-Mails auch gleich löschen. Auf 8 GB RAM aufrüsten. PC-Daten. Wir haben 4 GB T-Force Docs. Okay. 4 GB 2666 Red. T-Force Red 2666. Na, den Warenkorb. Annehmen. Neue Teile verfügbar, eine LX560, eine OC Edition, Rajintec Termis und ein ASRock Phantom Gaming, zweimal verschiedener RAM und den Dark Silver 16 GB TeamBuild Keyforce RAM. Gut, der kommt morgen. Wow, diesmal lohnt sich die 30. Was verdienen wir dran? Gut, 152, 120, 75 geben wir aus. Wir sind ja auf 8 GB. Ich habe einige Upgrades vor. Ich möchte 8 GB RAM eingebaut haben. Ich bin wirklich darauf angewiesen, dass sie das super schnell legen. Vielleicht habe ich einen falschen Link angeklickt. Okay. Na egal. Wir machen theoretisch sogar noch Gewinn. Dann kaufen. Das müssen wir theoretisch machen. Ohne Ende Gewinn. So. Der ist unterwegs. Und unsere Ware ist auch unterwegs. Dann können wir den Tag beenden. Also, wir haben ohne Ende Budget. Haha, nochmal hin. Shop. Tools und Software. Automatisches. Schnelles Schrauberwerkzeug. Okay. In den Warenkorb.
Muss ich das auch Versand zahlen? Nö. Haha, wunderschön. So, dann wollen wir mal den Tag beenden. Und damit beenden wir auch das Video für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.